Hallo Queens und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Lilips und ihr schaut wieder ein wunderbares weiteres Video von mir. Und zwar werde ich heute eine kleine Challenge mal wieder machen. Das ist so lange her, dass ich mal eine Challenge gemacht habe. Und wir werden extrem saure Süßigkeiten testen. Und ich habe eine Queen eingeladen und das ist die wunderbare Gaga Diakowska. Applausi! Oh, so lange her, dass du hier warst, ne? Ja, ist kurz vor Weihnachten. Halt so weit weg, ne? Ist kurz vor Weihnachten, haben wir dieses wunderbare Video raus. Und dementsprechend haben wir uns auch, man sieht ihn nicht, aber ich habe den Olaf an. Ne? Weihnachtlich geschmückt. Ich liebe Weihnachten. Ja, wie ich bereits gesagt habe, werden wir extrem saure. Also wirklich das Sauerste, was ich gefunden habe. Ich war extra in diesem Sweet Kingdom Candy Shop drin. Die sind jetzt überall. Außer bei mir zu Hause. Und habe da wirklich geguckt, was so die sauersten Süßigkeiten sind. Und die werden wir jetzt heute probieren. Ich bin sehr gespannt, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich bin nicht unbedingt so der Sour Candy Mensch. So. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Auf Instagram folgen, abonnieren und Kommentare schreiben, weil das wäre wunderbar, weil ja, Algorithmus ist im Keller und somit pusht ihr den hoch und es kostet euch noch nicht mal was. Ich würde sagen, viel Spaß. Was ist heute noch umsonst, ne? Ja, meine Videos. Das ist umsonst, genau. Ihr habt noch nicht mal Werbung, also macht das mal hier. Ja! So, let's go mit diesem Video. Wir haben hier drei so, weiß ich nicht was. Ich würde sagen, da zieht man blind, weil... Nö, wir probieren von jedem was, so, würde ich sagen. Toxic Waste. Nuklear Sludge. Sludge. Was heißt das? Ich kann kein Englisch. Sludge weiß ich jetzt auch nicht. Also Blue, Toxic Waste ist halt giftig. Blue Raspberry. Giftige. Blaubeere. Ja, nein, Raspberry. Blue Raspberry. Raspberry. Raspberry ist eigentlich Himbeere, also blaue Himbeere. Achso, blaue Himbeere. Probieren wir hier. Sour Apple. Und was haben wir noch? Hier das rote ist. Sour Cherry, okay. Kriegt das nicht auch? Hä? Was meinst du zusammengekriegt? Achso, ich hab's schon. Aha, hab ich. Boah, das riecht aber schon sehr sauer, finde ich. Das riecht echt. Saure Apfel mag ich auch. Das riecht sauer. Das ist guck mal, voll geschmolzen. So. Oh, das klebt voll. Cheers. Das geht. Das schmeckt wie die Balla Balla. Ein bisschen saurer. Das hier geht. Das geht klar. Ja, ist schon sauer. Das aber ist voll klar. Ich hab's runtergeschluckt. Aber es geht. Finde ich gar nicht sauer. Also ein bisschen, ja. Aber. Aber okay, das schmeckt echt nicht gut. Aber das schmeckt mir gar nicht. Aber das schmeckt ja. Das schmeckt ja künstlich. Schmeckt nicht nach. Also schmeckt kein mehr nach Himbeere oder irgendeiner Beere. Boah, der grüne Apfel ist eklig. Ich mag halt grüne Apfel. Naja, mir gar nicht geschmeckt. Ja. So. Sherry. Das Rot, das mag ja schon Kirsche. Ich liebe Rot. Rot. Ja, gut, wir sind hier, ne? Egal. Und das ist, oh, das ist lecker. Mm, das ist lecker. Mm. Das ist gut. Das ist lecker. Mm. Aber auch gar nicht sauer, finde ich. Noch ein bisschen. Jetzt kommt. Oh, doch. Ein bisschen. Aber geht schnell wieder weg. Nur so. Ganz kurz. Mm. Ganz kurz kickt sauer und dann ist auch schnell weg. Ja, Dr. Sour Dip to Lip. Gab doch früher diese, kannte man doch, wie hießen die? Wo man auch so rein dippen musste. Ja. So ein Fußklappen. Ja, ja, genau, war, genau. Ich mich genau. Mal gefragt habe, warum war das wie ein Fuß geformt? Das frage ich mich auch. Das hat geknistert. Das hat so explodiert im Mund. Kann das sein? Keine Ahnung. Wer, war, wer weiß, was ich meine und den Namen Fuß, weiß. Fuß, da konnte man was rein dippen. Ja. Das hat, glaube ich, geknistert im Mund. Wer den Namen noch kennt, schreibt ihn mal in die Kommentare, weil. Sie. Und ich bin gespannt, was das jetzt ist. Das ist halt jetzt nur eins, ne? Extrem sauer. Ja, warte mal ab, ne? Tada. Ui. Oh, guck mal, da steht drauf. Dr. Sour. Nicht cute. Ich mag so Details. Und? Ja, ist fast zur Hälfte. Okay. Alles klar, müssen wir den jetzt befeuchten, das ich weiß, denke, das ne? Ja, nicht mehr so rein, ne? Das ist voll gut. Ich gehe das mit dann. Wir haben hier was drauf und das lutschen wir einfach ab, ne? Wir probieren mal. Hm. Schmeckt nach Spülmittel, ey. Das schmeckt wie diese Vitamin C-Tabletten, Brausetabletten. So wie so Zitronenspülmittel riecht. Aber das ist null sauer. Oder?
Also ich finde das jetzt null sauer. Vielleicht essen wir es aber auch falsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das dieses Süßigkeit sauer. Hä? Null sauer. Nein, Meter. Durchgefallen, absolut gar nicht sauer. Jetzt haben wir hier Heat Banger Ball. Headbanger Balls. Headbangers, weißt du? Ich weiß. So? Ja, also die sind aus. So sauer, dass dein Kopf dann bei so einem Wackeldackel... Ich weiß nicht, ob das ein Lutschbonbon ist, ein Kaubonbon. Cherry, crazy sour, also verrückt sauer. So Strawberry Flavor. Keine Ahnung. Aber Strawberry Flavor ist ja per se schon gut. Aber ich weiß nicht mal, ob man dann lutschen oder beißen kann. Oder? Ich es nicht auf. Auch schön. Ei. Es ist auf jeden Fall sehr klebrig wieder. Ja, deswegen geht es auch so schlecht auf. Das ist einfach so eine klebrige Kugel. Ich krieg das nicht hier raus, weil es in dieser Verpackung... Ja, toll, wenn das hier so... Das hängt hier drin. Ja. Ich will das noch nicht schmecken, deswegen... Aha, hier, hier, hallo. Ha. Hallo? Okay. Ja. Okay. Das ist sauer. Das ist wirklich sauer. Ja, das ist sauer. Das ist auf jeden Fall was... Ich hab keinen Geschmack mehr. Das ist nur sauer. Es ist sauer. Es hat auch einfach keinen Geschmack mehr. Es ist einfach zum Lutschen. Bäh. Ich versuch mal. Wow. Da brauche ich 3 Stunden für. Schmeckt einfach nach nichts. Einfach nur sauer und schmeckt nach nichts. Nee. Und dazu habe ich auch ein Destroyer Bubblegum. Kaugummi gefunden. Destroyer Bubblegum. Destroyer. Sicko. Liquid Lava Filled. Ich glaube, das ist nicht sauer, sondern scharf. Glaube ich jetzt auch. Na ja, ich probiere es mal. 3, 2, 3. Das ist ja nicht sauer, nicht scharf. Da ist ja auch ein Kaugummi. Hat einen flüssigen Kern. Das ist, jetzt, das ist sauer. Der Kern ist sauer. Oh, das schmeckt ekelhaft. Ich würde jetzt gar nicht sagen, es hat nach irgendeiner Frucht oder irgendwas geschmeckt. Vielleicht schmeckt so Lava. Der Boden ist Lava. Rauchbälle. Sour Smog Balls. Ja, Rauch, nicht ganz Smog im Sinne von Abgasen. Und so, also sieht man ja auch da. Raucht dann unser Kopf, wenn wir das probiert haben? Von den Stinken. Viele. Ja. Boah. Das stinkt voll nach so ekelhaftem Plastik. Los. Aber das riecht nicht sauer. Oh, ist hart. Au. Ich kann das nicht verbrechen. Alter. Ja, aber nicht. Doch. Innen drin das. Innen drin das? Ein bisschen. Die sind extrem sauer. Das geht. Langweilig irgendwie. Jetzt haben wir hier noch mehr Kugeln. Der Sour Jawbreaker. Das ist jetzt die vorletzte Süßigkeit, die ich gefunden habe. Das ist der Schock für Arme oder was? Ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall grüne Kugeln. Grün sieht es immer. Das ist der Schock für Arme. Oh, das sind aber große Kugeln. Holla. Ich hab's nicht so mit Balls, ne? Das ist auch für uns schon die 6. Stunde, ne? Also, die sind wirklich groß. Achso, das erfasst wahrscheinlich der Greenscreen gerade nicht. Das ist nicht so zeigen. Schönes Tarnen. Okay. Oh. Ich hab's direkt an der Zunge, deswegen ist das geil. Okay, ich mache nochmal. Oh mein. Also dafür, dass ich das jetzt nochmal, obwohl ich es schon eigentlich ausspucken wollte, also gar nicht im Mund hatte, in den Mund nehme, dieser Like-Button, der wird so hart malträtiert jetzt dafür. Achtung, Like-Button. Ich kann nicht reden, das ist... Das ist wirklich das Sauerste, was ich bis jetzt, gegessen habe. Das hat... Tut alles weh, immer gefühlt. Bitte belohnen. Kommen wir zum großen Finale.
Nochmal von der Firma Toxic Waste. Ich finde einfach die Verpackung geil und ich glaube, das wird uns richtig killen, weil das steht sogar extra auf der Verpackung für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Ich gehe mal. Also wenn das nicht sauer ist, ne, dann... Ich finde es so cool, das sieht aus wie diese, aber früher diesen Slime, gab es doch auch in solchen Tonnen. Und das steht ja auch Toxic Waste und ich erwarte jetzt auch irgendwie, dass da so Slime drin ist quasi. Das Lustige ist, ich schüttel und ich weiß nicht, was drin ist, da raschelt nichts. Wir machen sie jetzt einfach auf und gucken, was drin ist. Ah, es sind... Oh, ein bisschen enttäuschend jetzt. Wirklich so verpackt, kleine verpackte Dinger. Eins für dich, ich nehme rot. Nein, ich will rot. Es sind auf jeden Fall wieder Lutschbonbons. Black Cherry und noch Blue Raspberry schon wieder. Bist du bereit? Gott, ich habe Angst vor denen. Jing Jing. Oh Gott, ich habe Angst. Geht. Okay. Ein bisschen, ja. Ja, okay. Schon ordentlich. Das, okay. Oh, das ist... Oh, ich... Oh, die schrauben sich voll hoch. Ja. Die kommen ganz langsam. Die kommen wirklich ganz langsam. Zuerst... Oh Gott, ich bin immer noch sauer. Oh, mein Mund zuerst rennt. Ja, bei der auch. Es ist wie... Oh, das tut voll weh. Ja. Also das, im Gegensatz sogar das andere war nicht so schlimm. Oh, ich habe gerade voll das pelzige Gefühl im Mund, ey. Au. Meine ganze Backe brennt. Es hört nicht auf, sauer zu sein. Und es hört auch nicht auf, weh zu tun. Also, ich hab da so, kennst du diese, wenn du so auf die Backe gebissen hast? Oh, ja, du hast... So eine ganz kleine Stelle habe ich im Mund. Ja. Mir tut gerade weh wie Sau. Es kommt langsam tatsächlich. Das du lutscht und denkst so, hä? Gar nicht sauer. Und dann wird es immer saurer und sauer. Und dann, ey, gut, dass wir gelb genommen haben, dass auch noch Lemon ist, also Zitrone. Wie schlimm wäre Zitrone gewesen? Kannst du ja probieren. Nein. Vielleicht mal in einem anderen Video als Bestrafung. Ich hebe mir die auf jeden Fall auf. Freddy, hier ist das Video. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch unterhaltsam. Und wenn ihr wollt, dass wir nochmal irgendwelche anderen Süßigkeiten, vielleicht aus verschiedenen Ländern oder so. Gibt es bestimmt. Vielleicht, wenn ihr das wollt. So dann. Einfach in die Kommentare schreiben. Ja. Generell, was Nettes schreiben ist immer gut. Abonniert meinen Kanal, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und folgt der Alten mal auf Instagram, Gaga Diakowska. Schön aussehen. Ich bedanke mich, beziehungsweise wir werden uns jetzt abschminken, aber wir wissen nicht ganz, denn der Rest macht der Kissen. Bye. Bye.